man diese Musik automatisiert herstellt, dann fehlt doch der wichtigste Aspekt, nämlich diese Live-Energie, die die Musik braucht. Es ist nicht jedes Stück live, weil es ja auch Stücke gibt, die in einem bestimmten Stil produziert sind, wie sie der Zeit gerade entsprechen. Aber klar, dann kommt man auf Live-Musiker, die müssen dann einfach spielen. Bei vielen Stücken, zum Beispiel JB Talkin, ganz wichtig, das kann man, glaube ich, nicht wirklich künstlich herstellen. Und dann ist natürlich ein Segen, wenn man so Leute hat wie Moritz Müller an den Drums, der ja auch ein begnadeter Pop-Drummer ist und Funkmusik, der spielt ja auch bei den Heavytones, bei Grönemeyer, bei Xavier Naidoo etc. Das hat wirklich der ganzen Produktion sehr nach oben geholfen. Ich bin total froh, dass er dabei ist. Christian Frenzen, Keyboarder, der auch in meinem Quartett spielt, ist halt ein Meister des Geschmacks. Also ich nenne ihn immer Mr. Tasteful oder sag auch, er ist derjenige, der dafür sorgt, dass ich gut klinge. He makes me sound good. Also musste auch er dabei sein. Und dann der Produzent, mit dem ich alles zusammen gemacht habe, Freddy Lubitz. Fantastischer Bassist, Sänger, Gitarrist, absolut vielseitig. Ist bei den Höhnern. Deswegen hat er relativ wenig Zeit, aber trotzdem haben wir immer die Zeit gefunden, das alles zu produzieren. Ja, diese Konstellation wird wahrscheinlich auch weiterhin bestehen für neue Playalongs. Warum Funkmusik? Meine Vorbilder waren weder klassische Musiker noch Jazzmusiker. Mit Jazz konnte ich auch nichts anfangen, als ich 16, 17, 18 war. Was mir gefallen hat, war Kool & The Gang und Earth & Fire. Das waren die Bands, fand ich wahnsinnig. Habe ich alle LPs gekauft. Und deswegen gibt es so eine Affinität zu der Musik, die sich immer weiterentwickelt hat. Und ich habe versucht, immer 3, 4 Tonarten zu nehmen in den Lessons und dann am Schluss dann das Stück in einer Tonart. Dann hat man hinterher sowohl Phrasierung geübt als auch Melodien und gleichzeitig aber auch seine Finger ein bisschen bearbeitet, weil es eben mehrere Tonarten gibt. Das ist kein Improvisationsbuch, aber trotzdem habe ich über jede Lesson und über jeden Song auch die Akkorde geschrieben, weil man einfach auch darüber improvisieren üben kann. Nach kurzer Zeit kann man auch lernen, mit diesem Band frei zu spielen. Wenn man gar keine Ahnung hat, was man spielen kann, dann spielt man halt die Motive aus den verschiedenen Lessons. Warum gibt es das Ganze für 2 Trompeten? Ist ja eine berechtigte Frage. Erstens, weil ich Duette mag, aber es ist auch so, man kann ja die 2. dazulaufen lassen und hat dann gleichzeitig auch eine rhythmische Stütze. Oder man macht beide Spuren zu und spielt es zusammen mit seinem liebsten Kollegen. Oder man kann beide Spuren zumachen und darüber improvisieren oder auch das Thema spielen. Also es gibt auch sehr viele Möglichkeiten, diesen Band zu benutzen. Es gibt ja zu jedem Stück Lessons, hatte ich schon erwähnt. Und wie geht man am besten an die Lessons ran? Indem man erstmal einfach dieses Buch nimmt, aufschlägt, die Musik anstellt und die Noten wie ein Buch durchliest. Also das heißt, erstmal gar nicht das Instrument nehmen, sondern einfach mal durchlesen und hört sich dann als nächstes die Vollversion an. Erstmal Playalong, dann die Vollversion und wenn man das gemacht hat, dann könnte man sich die Trompete nehmen und einfach schon mal dazu die Ventile drücken. Auch jetzt würde ich noch gar nicht spielen. Dann als 4. Schritt fängt man an, die einzelnen Lessons zu spielen zum Playalong. Und dann macht man das Playalong wieder aus und übt die schwierigsten Stellen. Das wäre die richtigste Herangehensweise. Wenn man sofort versucht, das richtig zu spielen, die Erfahrung aus meinen Stunden mit Schülern ist, geht meistens schief. Da braucht man schon sehr viel Spielerfahrung, wenn es auch nur ein Intermediate Schwierigkeitsgrad ist. Aber trotzdem, wenn man keinen Zugang zu dieser Musik hat, ist es eine gute Art, so vorzugehen. Also in verschiedenen Schritten. Das könnte man auch noch mal nachlesen am Anfang des Buches. Hier steht's drin. Thank you.
Man wird in seiner Laufbahn als Trompeter eigentlich so ausgebildet, dass man immer den Ton nachklingen lassen soll oder klingen lassen soll. Und in der Funkmusik gilt das halt nicht. Es muss wirklich mit der Zunge unterbrochen werden. Das ist ein sehr spezifischer und wichtiger Tipp, um diese Musik zu spielen. Das ist eine Sache, die, das wird in dem Buch auch nochmal alles erklärt, die man einfach wissen sollte. Man kann sich ja die Vorbilder anhören. Es gibt ja James Brown, die ganzen Bläsersätze von James Brown sind sehr gut. Oder auch Earth, Wind & Fire hatte ich schon erwähnt. Ein weiterer Tipp ist, man sollte sich bemühen, auf keinen Fall Laid Back zu spielen. Laid Back ist ja so ein Begriff, der kommt aus dem Swing. Auch da ist es total gefährlich. Laid Back bedeutet nicht zu schleppen, sondern einfach nur mal kurz das Tempo nicht einzuhalten, um dann wieder auf den Punkt zu spielen. Und dies alles gibt es aber in der Funkmusik nicht. Es muss einfach genau zahnen, es muss sehr exakt gespielt werden. Und wenn man hat so diese Tendenz als Bläser auch zu schleppen, also gerade durch Luft holen und vielleicht gerade bei den größeren Instrumenten, aber auch bei der Trompete, tendiert man dazu, zu spät zu spielen. Genau das kann man alles lernen, wenn man mal zum Beispiel so ein Play-Along aufnimmt. Also wenn ihr das zu Hause auch selber macht, wenn die Schüler das zu Hause selber machen würden, einfach mal mitschneiden und hören, okay, man spielt doch sehr spät. Man lernt auch mit der Zeit, wenn man das lange macht, ich habe das in meiner Studiolaufbahn gelernt, auf den Punkt genau abzuliefern, vom Timing her. Ja, Artikulation spielt gerade eine große Rolle, genauso wie es wichtig ist, dass man langsam übt und dass man effizient übt, Qualität statt Quantität. Dynamik spielt eine große Rolle, die Grundlautstärke sollte Mezzoforte sein. Timing, immer auf den Punkt spielen, sich ab und zu mal aufnehmen, die Pausen einhalten und letztendlich spielt auch das Vibrato eine große Rolle.